Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und unser heutiger Gast ist wieder einmal Mikel Lizaralde aus Spanien und er lächelt hier wie die spanische Sonne. Good night to Magic Moments with Magic People. Tonight we are talking to our medium Mikel Lizaralde and I've seen he is smiling like the Spanish sun. Thank you, danke schön. So, und im Hintergrund übersetzt für uns wieder seine Übersetzerin Silke Edinger. Danke, dass du das unterstützt. Und jetzt steigen wir schnell ein in unser kurzes Gespräch. Wir befassen uns mit diesem Thema Medialität auch aus einem sehr wichtigen Grund. Denn ich denke, in der heutigen Zeit, in dieser sehr herausfordernden Zeit, die wir derzeit erleben, ist es sehr wichtig, eine starke, zuverlässige Verbindung zur geistigen Welt zu haben oder zu bekommen. Warum? Sie ist ein Ratgeber dafür, dass wir eben die richtigen Entscheidungen treffen, vielleicht die richtigen Menschen auch treffen und unsere entsprechenden Vorkehrungen treffen können. And we turn to the topic of mediumship, and that has a very special reason. The challenging times we are going through right now, you need someone who has your back. And talking to the other side, talking to the spirits, might be a good thing to turn to for advice. Yes, yes, very much. We are in the midst of a very complicated time right now. Sehr, wir sind mitten in einer sehr komplizierten Zeit. But the spirit tells us, do not give up. Aber die geistige Welt sagt uns, gebt nicht auf. There is light after the tunnel. Am Ende des Tunnels ist dann wieder Licht. There is hope for humanity. Da ist Hoffnung für die Menschheit. The spirit tells us that we only have the moment now. Und die geistige Welt sagt uns, dass wir nur diesen Moment zur Verfügung haben. And then we only have each other. Und wir haben natürlich auch nur uns einander gegenseitig. So the Spirit says, do not give up and do not give in to what you see, what you hear in the news, in the media. Und deswegen sagt die geistige Welt, gebt euch nicht auf, gebt knickt nicht ein und hört nicht zu dem, was er in den Medien hört, was die Welt euch erzählt. This is a great opportunity for us to turn inwards. Dies alles ist für uns eine großartige Gelegenheit, uns nach innen zu wenden. To connect inwards and connect with our spirituality. Uns nach innen zu verbinden und uns mit unserer Spiritualität zu verbinden. To hold on to our friends, our family, and to look above and beyond the skies and to ask, what can I do to change this? Also zu unseren Freunden und unserer Familie hinzuwenden und uns nach oben zu verbinden in den Himmel und darüber hinaus und zu fragen, was kann ich tun, um das alles zu verändern? So really, like Britta was saying, this is a great opportunity to look behind and check the spirit world. Und wie die Britta schon gesagt hat, das ist wirklich eine großartige Gelegenheit, quasi nochmal dahinter zu sehen, in die geistige Welt und da Kontakt aufzunehmen. If we withdraw ourselves from all that noise, all that hecticness that is happening outside. Wenn wir uns selber zurückziehen von all diesen Geräuschen und all dieser Hektik, die die äußere Welt eben mit sich bringt. We go within and we learn how to look above and beyond. Wir gehen nach innen und wir gucken nach oben und darüber hinaus. You will learn how to hear, how to feel, how to see spirit. Dann werdet ihr lernen, wie man die geistige Welt hören, sehen und spüren kann. And that's how you will learn about the true spirituality. Und das ist genau der Punkt, an dem ihr wirkliche Spiritualität kennenlernt. It's not really about doing yoga or about being vegetarian. Also es ist nicht, Spiritualität geht nicht darum, Yoga zu machen oder sich vegetarisch zu ernähren. Which is also great. Was natürlich auch toll ist. But a spirit tells us the true spirituality is about
What can I do as a human being? What can we do as humankind? Aber die geistige Welt sagt uns, wahre Spiritualität geht um was anderes. Das heißt, was kann ich tun als spirituelles Wesen? Was kann ich als Mensch tun? Was können wir als Menschheit tun? Yeah. And in moments like this is when we learn how we can create a new world, a new reality, a new life. Und in Momenten wie diesen lernen wir, wie kann ich eine neue Realität kreieren? Wie kann ich eine neue Welt, ein neues Leben erschaffen? We are not alone. Wir sind nicht allein. We are never alone. Wir sind nie allein. Nobody dies alone. Niemand stirbt alleine. And the spirit is eager to tell you, to speak to you, to show you. Und die geistige Welt ist wirklich ganz versessen darauf, euch zu zeigen, mit euch zu sprechen, es euch zu zeigen. You have to only learn how to turn the switch. Das Einzige, was ihr lernen müsst, wie ihr den Schalter umlegen könnt. Da habe ich gleich eine Frage. Ja. Das ist es ja genau, diesen Schalter umzulegen. Das ist etwas, was vielleicht für den einen oder die andere neu ist, dass sie da selbst in einen Kontakt kommen kann. Jetzt haben wir uns überlegt, um da auch Mut zu machen und zu sehen, wie macht das ein Mensch, der das jetzt schon seit 15 Jahren inzwischen professionell tut, werden wir einen Abend machen, wo ihr das erleben könnt. And that's exactly the point. And there I want to put forward a question to turn over the switch. How does a normal person do that? That might be a new experience to one or the other person. And this is why we're having that open evening where people, where you can see how a person who's done that professionally for 16 years is turning over the switch. Yes, for me, it's like taking a breath and aiming to a specific part of my brain. That's how I turn off my brain and I turn on spirit. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich einfach atme und dann schalte ich einen gewissen Teil meines Gehirns einfach ab. Und dadurch, dass ich den abschalte, schalte ich die geistige Welt ein. Yeah, but I cannot bring the spirit. We cannot make the message happen. Aber wir können die geistige Welt quasi nicht zu uns bringen. Wir können nicht erzwingen, dass wir die oder die Nachricht bekommen. Nobody can, really. Das kann tatsächlich keiner. Gibt es etwas, was wir beitragen können? Gibt es etwas, was wir tun können, um es zu ermöglichen oder besser zu ermöglichen? Is there something that we can do to make it happen, to just to help to make that connection to spirit world, something that we could, you know, let in on to be able to make that contact? Of course. The tricky part is that everyone does it differently. Ja, natürlich können wir das machen. Das Witzige oder das Knifflige daran ist eben nur, dass es jeder unterschiedlich macht. So you need to learn how you do it. Also deshalb musst du für dich herausfinden, was du tun kannst, wie du es machst. But I would recommend that you pray, that you meditate, that you go silent every day. Was ich dir aber empfehlen kann, ist, dass du betest, dass du meditierst, dass du jeden Tag in die innere Stille gehst. And then if you hear a spirit or if you're more auditory, und dann wenn du ein geistiges Wesen oder die geistige Welt hörst, wenn du eben dieses Hörvermögen hast, then you play with notes, with music, with claps, with raps. Ja, dann spielst du mit Noten, dann mit Klappern oder mit irgendwelchen Rascheln. If you're more sensitive, then you ask a spirit that you want to feel their presence, that you want to feel their emotions. Aber wenn du zum Beispiel ein gutes Gespür hast, wenn du sehr sensitiv bist, dann kannst du zum Beispiel die geistige Welt auch bitten, dass du seine Emotionen spürst, dass du ihn oder sie spüren kannst. And if you're more visual, then you practice different visual activities, like focusing in one particular spot or trying to memorize a particular shape or form. Und wenn du natürlich so eine eher visuelle Veranlagung hast, dann kannst du zum Beispiel üben, auf eine bestimmte Stelle immer zu gucken oder dir auch eine bestimmte Form oder Umrisse vorzustellen. So each person will have particular specific exercises. Also jede einzelne Person wird für sie spezifische und für sie zugeschnittene Übungen haben.
And then we can implement it by creating the connection, by allowing the time where we have a date with Spirit. Und dann können wir das einfach implementieren in die Zeit, wenn wir mit der geistigen Welt tatsächlich ein Date, ein Treffen haben. When it's only you and the spirit world, nobody else in silence. Also, wenn es einfach nur du bist und die geistige Welt, ihr beide in Stille. Jetzt gleich noch eine Frage dazu. An dem Abend, wo du für uns das zeigen wirst, mit verschiedenen Personen, die an dem Abend zufällig da sind, gibt es etwas, was wir beitragen können, dass wir eine solche Botschaft einladen? So, on that evening, when you will present to us that people that are there randomly will get a message, is there something that we can do to invite these messages? Okay, yes, very good question. Thank you. Yeah, gute Frage. Yeah, we can just bring our attention and our awareness to becoming one as a group. Was wir einfach machen können, eine sehr gute Frage. Wir können unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit einfach dahin bringen, dass wir uns als Gruppe wahrnehmen. Just visualize you're supporting the medium with your heart. Dann, dass man visualisiert, dass man aus seinem Herzen heraus das Medium unterstützt. So we're creating a togetherness and we're also creating a support. Was wir dann kreieren, ist einfach dieses Zusammensein, aber wir schaffen eben auch eine Unterstützung. We call upon our guides, our helpers and whoever that wants to show up. Wir rufen dann natürlich unsere geistigen Führer an, unsere Helfer oder wer auch immer sich gerne zeigen möchte. And maybe the most important part, und vielleicht der allerwichtigste Teil ist dann, would be to keep an open mind. Ne, dass man einfach quasi open-minded bleibt. Because anyone can come. Not maybe the one you want. Maybe somebody else could come. Also, dass man insofern offen bleibt, dass derjenige, der kommen möchte, auch kommen kann, dass man nicht seine Erwartungshaltung darauf ausrichtet, dass jemand Bestimmtes kommen muss. It's the spirit world who chooses who will get what. Ne? Die geistige Welt ist diejenige, die bestimmt, wer genau was bekommt. Okay, das heißt also, eine grundsätzlich neutrale, eher positive Haltung wäre hilfreich, damit du deinen Job auch gut machst. So, if I understand you right, a neutral, more kind of positive stance on the whole thing would be helpful so that you can do your job properly. Yes, and also keeping an open mind, you know, and just with your heart, supporting whatever comes. Und einfach, dass man offen bleibt, dass man dieses offene Herz hat und das annimmt, was kommt. Okay, wenn ich zunächst nichts mit der Botschaft anfangen kann, was rätst du mir dann? So, if I get a message and I do not know whatsoever what to do with this message, what's your advice? Well, that happens often because people don't expect the information. Maybe they expect something else. Das passiert oft, weil Leute diese Informationen nicht erwartet haben. Die haben auf etwas anderes gewartet. Because Spirit will give you guidance at a soul level. They will not give you what you are hoping for. Not always, at least. Also die geistige Welt gibt dir einfach eine Anweisung oder eine Führung auf der Seelenebene. Die geben dir nicht unbedingt oder zumindest nicht immer das, was du erwartest. So my advice would be, if it doesn't make sense, just put it aside. Put it on a shelf. Don't make it your own. Das ist mein Rat an dich. Wenn du damit erstmal nichts anfangen kannst, stell's dir vor, wie wenn du es auf Regal stellst. Mach es nicht zu deinem eigenen. Yeah, maybe later we'll have more sense. Maybe at a year or maybe a month later. Später wird es dann vielleicht Sinn machen. Vielleicht ein Jahr später, vielleicht auch schon einen Monat später. Gut, also von meiner Erfahrung her ist sogar auch gut, sich das ruhig aufzuschreiben und zu einem späteren Zeitpunkt mal zu lesen. My experience is, it's a good idea to make notes and at a later point in time, just take a look at the notes. Yes, because we have to realize that sometimes people that we're not aware can show up. Ja, wir müssen uns klar machen, dass es manchmal, dass sich Leute zeigen, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. And information that we are not aware of could come. Und dann werden eben Informationen übermittelt,
von denen wir uns gar nicht, die wir uns gar nicht bewusst gemacht haben. And that information may make sense later. Und es kann einfach sein, dass diese Information, die durchkommt, eben zu einem späteren Zeitpunkt dann Sinn macht. Or maybe it will unveil a secret, or it will unveil a blockage. Oder dass vielleicht ein Geheimnis gelüftet wird oder dass eine Blockade aufgehoben wird. This is what we call proof of survival mediumship. Das ist das, was wir nennen, das kann man im Deutschen schlecht übersetzen. Ich erkläre es einfach. Ein Medium, das eben beweist, dass wirklich jemand gelebt hat. Das ist proof of survive a mediumship. Yeah, where the spirit will give evidence that we are not aware of, but that is verifiable at a later date. Also, das ist dann einfach eine Nachricht, die von einem Medium übermittelt wird und mit der wir zunächst nichts anfangen können, aber die zu einem späteren Zeitpunkt eben verifizierbar und überprüfbar ist. So, for instance, if I'm hoping to hear from my dad. Also beispielsweise, ich habe jetzt die Hoffnung, dass mein Vater sich aus dem Jenseits meldet. He may not come at first. Und es kann sein, dass er sich zunächst gar nicht zeigt. The one who has the most need to speak up, to convey a message will come. Derjenige aus der geistigen Welt, der am meisten die Notwendigkeit spürt, nach vorne zu kommen und zu sprechen, der eine Nachricht loswerden will, das ist derjenige, der sich zeigt. Yeah, even people I never met. Vielleicht sogar Leute, die ich nie selber getroffen habe. But they will help me fulfill my goal, my purpose, my mission here on the earth. Ja, aber die werden mir eben helfen, mein Ziel zu erreichen, meine Mission, meine Bestimmung hier auf der Erde. Das ist interessant. Yeah. Das heißt, ich bekomme nicht unbedingt eine Nachricht von einer mir bekannten Person. That's very interesting. Are you saying so I might get a message from a person that I've never known? Sure. Yeah. It could be a relative or it could be a guide that you're not aware of. Mm-hmm. But the message will always be fulfilling for your soul's path, for your soul's mission. Ja, natürlich, das kann sein, dass sich da ein Verwandter meldet oder vielleicht sogar ein geistiger Führer. Aber die Nachricht wird immer für den Plan oder den Weg deiner Seele, für die Mission deiner Seele erfüllend sein. Or they may come as with information as to free something in the family lineage. Oder diese Wesen melden sich eben und haben eine Nachricht, die etwas in der Familien, in der Ahnenlinie erlösen kann. Ja. Yeah. It's not, yeah. It doesn't always happen, but it does happen. Passiert nicht immer, aber es passiert tatsächlich. Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass du sehr konkrete Alltagsratschläge auch von der geistigen Welt weitervermittelst. Also so wirklich wie repariere deine Dusche oder so etwas, ja. Mal als Beispiel. Magst du dazu noch kurz was sagen? So what I've experienced you saying that you give very concrete all day advice, like for example repair your shower. Can you a little bit explore on that? Yeah, that is evidence, you know, that spirit will bring for you. Das sind einfach die Beweise, die die geistige Welt für dich übermittelt. The spirit sometimes will give very particular, very specific information about your daily life. Also die geistige Welt wird einfach nochmal die Informationen, die sie hat, über dein alltägliches Leben übermitteln. Yeah, as a proof for you to realize that they are with you, that they are not some thought, or that they are not some faraway place, that they are with you on, the, on your daily life. Ja, um dir einfach zu zeigen, dass sie im alltäglichen Leben um dich herum sind. Also damit du weißt, dass sie kein Gedanke sind oder dass sie nicht in einem Platz irgendwo weit entfernt existieren. Die sind im alltäglichen Leben um dich herum. Und das kann gesundheitliche Ratschläge betreffen, genauso wie finanzielle, habe ich erlebt. Ja, und what I've also experienced, that could be a wise on the health-wise or it could be financial advice. Sure, any kind of advice, the spirit... A spirit will give you evidence and also any kind of advice that can be helping you, you know? Also die geben alle Arten von Ratschläge, also Beweise und natürlich auch Ratschläge, die dir eben helfen. So that help may come related to finances, related how to better prepare yourself in your workplace
or love related, or maybe how to implement your career opportunities. What they want is for us to have a more fulfilling life according to our soul's mission. Also die können tatsächlich kommen, die können finanzielle Ratschläge geben, die können dir sagen, wie du dich in deinem Arbeitsleben organisierst, die können dir Ratschläge in Bezug aufs Liebesleben geben oder vielleicht auch, wo sich Karrieremöglichkeiten für dich eröffnen. Mhm. Denen geht es einfach darum, dass du ein besseres und noch erfüllenderes Leben leben kannst. So if you're not taking 100% opportunity of your life, they will help you how to reroute this path. Also wenn du nicht zu 100% alle Möglichkeiten ergreifst, die dir das Leben bietet, dann werden sie dir helfen, quasi dich nochmal neu auszurichten, um damit das möglich ist, dass du die Gelegenheiten ergreifst. Cool, also wir haben ein spirituelles Navi demnächst, was wir installieren können. So that's a spiritual route maker that we can activate. Sure, GPS, yeah. Spiritual GPS. Genau, GPS. Schön, danke dir, Mikkel. Das macht Lust auf den Abend, dass man doch ein bisschen mehr erfahren kann, als nur eine Botschaft, mir geht es gut im Jenseits. So that makes me very curious for that evening and that you can get something more out of it than only saying, I'm feeling good here on the other side. Of course, yeah. And I would recommend that everyone just takes this opportunity to come along, enjoy a fun evening, and just maybe they will learn something. Also ich empfehle jedem, dass er die Gelegenheit ergreift, diesen Abend mitzunehmen. Es ist ein schöner Abend, wir werden Spaß haben, dass er es einfach genießt. Und jeder von euch kann natürlich auch was lernen. Wunderbar, bis dann. Vielen Dank.